Die aktive Fanszene von Schalke 04 plant im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine ganz besondere Aktion. Die komplette Arena soll in Blau und Weiß erstrahlen. Über 90 Minuten. Das gab es noch nie auf Schalke. Deshalb sind alle Stadionbesucher dazu angehalten, blaue und weiße Kleidung zu tragen. Der Unterrang soll in Weiß kommen, der Oberrang in Blau. Die Ultras und der Verein haben gemeinsam zur Aktion aufgerufen. Passend zu dieser Aktion verkaufen die Ultras am Freitagabend blaue und weiße T-Shirts auf dem Vereinsgelände. Das Interesse ist riesig. Tausende Fans sind gekommen, die Schlangen sind lang. Zeitweise gab es sogar Verkehrschaos rund um die Arena. Damit wirklich nur diejenigen Fans ein T-Shirt bekommen, die auch in der Arena sind, werden sogar Eintrittskarten kontrolliert. Auch die Schalker Mannschaft hat schon mitbekommen, was die Fans da planen. Sepp Vandenberg freut sich auf die Aktion, wie er mir im Interview verraten hat. Auch Thomas Reis ist begeistert, wie er sagt. Ihm gibt das sogar Zusatzenergie.